Und nun ist es mal wieder Zeit für Assi-Reviews mit Baron Wilhelm von Assi. Heute Mondschein. Jo, das ist das geilste Mäkelspiel, das ich je in meinem Leben gespielt habe. Also, da ist dieser Typ namens Finn und der so als Kind: Ich will Astronaut werden! Und dann seine Mutter so: Warum? Und dann Finn so: Weil es wäre wie bei Delta Star! Und dann fliegt er später in den Weltraum und dann wird das Schiff beschossen und dann die ganze Besatzung so: Oh mein Gott, ich will nicht sterben! Oh mein Gott, ich will nicht sterben! Und der Rest der Besatzung so: Oh mein Gott, ich will nicht sterben! Oh mein Gott, ich will nicht sterben! Und dann Finn so: Moment, ich habe da eine Lösung, die für uns alle fair ist. Und dann alle Besatzungsmitglieder so: Was denn? Welche denn? So, ich gehe jetzt mal in meine Rettungskapsel. Und dann fliegt er mit der Kapsel ein paar hundert Jahre durchs All und macht dann eine Bruchlandung. Und erst nach 3 Wochen wacht er wieder auf. Ich bin auch mal erst nach 3 Wochen wieder aufgewacht. Ja, hatte auch mit der Bruchlandung zu tun. Aber ich war nicht im Weltraum damals. Trotzdem habe ich Sterne gesehen. Und dann ist da diese Tussi namens Ki. Ohne Scheiß, die heißt Ki. Wahrscheinlich konnten sich ihre Eltern keinen längeren Namen leisten. Und da muss Finn mit Ki die Mondmenschen finden. Und dann Finn so: Ja, woran erkennt man diese Mondmenschen denn? Und dann Ki so: Die erkennt man am Gang. Und dann findet er endlich einen Mondmensch. Und dann Finn so: Wie komme ich denn jetzt von diesem Planeten wieder runter? Und dann der Mondmensch so: Na klasse, das hat sich aber gelohnt. Und kaum, dass man sich's versieht, vergehen 7 Jahre. Auf einmal sind Finn und Ki verheiratet und sie haben sogar ein Kind, das Ram heißt. Mann, was haben die nur alle mit diesen Kurznamen? Aber wenn die sich jetzt noch ein Kind holen und das Idemi nennen, dann kann Ki immer abends Folgendes schreien: Remi Demi gibt Abendessen. Und da Finn keine Lust hat, das Dach vom Haus zu reparieren, reisen sie einfach alle anlässlich ihres Hochzeitstages nach Candace. Logische Schlussfolgerung. Dabei kommen sie an voll dem zweiten Bierfest in Nordhainer vorbei, wo alle total Knülle sind. Und da finden sie da diese Tussi namens Sif, Kurznamen. Und die entführt Finn. Und dann Finn so: Lass die Scheiße. Und dann Sif so: Okay, Entschuldigung, darf ich bei euch mitmachen? Und dann kommt Sif einfach mit. Und in Candace wollen sie sich den Sternhagel ansehen. Wahrscheinlich sind sie seit dem Bierfest nur Sternhagel voll. Aber zuerst gehen sie zu Keys Eltern und stellen dann fest, dass ihre Eltern gar nicht da sind, sondern 2 andere Leute. Ich bin auch schon in Häuser reingegangen, ohne die Leute zu kennen, die da drin wohnen. Und musste meistens gewaltsam wieder entfernt werden. Und dann kommt der Sternhagel und mit ihm fällt eine Keksdose vom Himmel. Und dann prügeln sie alle auf die Keksdose ein und fallen später durch ein Loch, durch das sie auf dem Raumschiff landen. Und da sind ganz viele Mondmenschen. Und dann die Mondmenschen so: Ja, keine Angst, wir haben euch nur vor dem Planeten gerettet, der jetzt gleich zerstört wird. Und dann Finn so: Und wieso rettet ihr nicht die anderen? Und dann die Mondmenschen so: Hey, wisst ihr, was das für ein Loch war, durch das ihr gekommen seid? Und dann Finn so: Nein. Und dann der Mondmensch so: Ein Plothole. Frage beantwortet, reden wir nie wieder über das Thema. Und dann gucken die auf dem Monitor an, wie der Planet zerstört wird. Wie bei Delta Star. Boss. Moment. Und dann gehen die schon wieder in Kälteschlaf. Und viele hundert Jahre später denkt sich der Steuermann: Ich will jetzt mit dem Schiff landen. Und eine Sekunde vor der Landung merkt er: Scheiße, ich kann ja gar nicht landen. Mann, dieser Finn ist ja ein zweiter Astronaut. Der hat noch nie ein Schiff heil verlassen. Jedenfalls wachen die dann nach vielen hundert Jahren Schlaf auf und stellen fest, dass sie mitten in der Wüste sind. Und dann sieht Finn die Freiheitsstatue und dann der so: Nein, ihr verdammten Kreaturen, wie konntet ihr das nur tun? Okay, das ist nicht passiert. Und dann fahren die mit einem Schiff auf eine Insel und dann durchlaufen die Insel und fahren mit dem Schiff auf die nächste Insel. Zeit, hätte man nicht außen rumfahren können? Mann, das wäre mal die Alternative, wenn die Bahn nicht fährt und die Flugzeuge nicht starten können. Laufen Sie einfach mal ein Stückchen, ein Service Ihrer Lufthansa. Dann finden die raus, dass der Planet, auf dem die jetzt sind, auch zerstört werden soll. Mann, dieser Finn hat echt ein Scheiß-Karma. Da müssen die auf so einen scheißkalten Kontinent, um so ein System zu aktivieren. Und das geht nur, wenn man die hochkomplexen Maschinen dort bedienen kann. Mann, hat der Planet ein Glück, dass ich nicht der Auserwählte bin, der das machen musste. Und dann finden die das System und klicken da drauf. Und dann passiert... Nichts, die Angreifer kommen durch. Und dann Ki so: Oh mein Gott, ich will nicht sterben. Und dann Finn so: Oh mein Gott, ich will nicht sterben. Und dann Sif so: Oh mein Gott, ich will nicht sterben. Und dann Ram so: Und dann
klickt Ram so einen Schalter und dann fährt voll die Kanone raus und die macht die Angreifer total platt. Ich hab auch voll die fette Kanone. Aber leider keinen Knopf, um sie auszufahren. Und dann ist der Tag gerettet. Eifrige Weltraumkadetten fliegen rum wie bei Delta Star. Das einzige Problem an diesem Spiel ist, es sollte nicht Mondschein heißen. Es sollte Delta Star Wars heißen. Ich bin Baron Wilhelm von Assi und jetzt gehe ich mir erstmal einen Job suchen. Ey, hat jemand einen Job für mich? Mann, ey. Vielleicht kann ich ja auch Astronaut werden. Dann würde ich erstmal zum Bierfest auf Nordhainer fliegen und dafür immer bleiben. Yay. Yeah.